Vielleicht vorab zur Einordnung, SimVaus, unser Wertstromtool, wie das eingesetzt werden kann oder wie es generell mit der Wertstromanalyse oder im Wertstromdesign verwendet werden kann. Grundsätzlich ist ja der Wertstrom oder die Analyse von einem Produktionsprozess in verschiedene Phasen unterteilt. Zum einen, dass man eine Wertstromanalyse vornimmt, also das heißt, wie ist der aktuelle Ist-Zustand, wie sollte man dann im Prinzip oder Schwachstellen analysieren, wie sollte man dann entsprechend weitermachen mit Sollzustände, also das heißt, wie sollte man Wertstrom entsprechend da anpassen, leichte Parameterverbesserungen, kontinuierliche Verbesserungen, Qualitätssicherungen durchführen und wie kann man dann diesen Sollzustand entsprechend über mehrere Schritte dann auch langfristig planen. Und wie macht man das in der Regel? Werden Sie sich sicherlich auch wird Ihnen bekannt sein, dass man da standardisierte Wertstromsymbole verwendet, also das heißt von der Literatur. Viele Firmen haben auch schon eigene Abwandlungen oder eigene Symboliken entwickelt. Das ist jetzt hier mal in Anlehnung an Standardlektüre, wo im Grunde ein Symbol eine funktionelle Einheit darstellt, sei es jetzt ein Lager, sei es jetzt ein Prozess, sei es jetzt eine Datenbox oder vielleicht sogar ein Kanban-System, dass man eben sowohl Materialfluss als auch Informationsfluss als Steuerungstafel abbilden kann und auch das entsprechend visualisieren kann. Und wie wird das oft gemacht oder wurde das oft gemacht, dass man eben ein Whiteboard zeichnet und da vielleicht per Hand drauf zeichnet oder vielleicht auch mit vor ausgedruckten oder vor gezeichneten Symbolen sich da einen Wertstrom zusammenbaut und dann in so Workshops einfach an der Wand sich den Wertstrom aufbaut und dann auch über Parameter diskutiert und das entsprechend alles analysiert. Und dann entsprechend auch KZN-Blitze, also das heißt Verbesserungsoptimierungen oder Vorschläge identifiziert, Verschwendung identifiziert, einfach kontinuierlich den Wertstrom arbeiten lassen und nicht nur einmal eine Dokumentation machen und das dann vielleicht in die Schublade liegen lassen. Und was wir jetzt da auch noch vor allem mit SimVSM mit reingebracht haben, ist eben auch unser spezielles Know-how von der Simulation. Das heißt, es kann ja durchaus interessant sein, dass wir Wertstromanalyse oder Wertströme, die so abgebildet oder modelliert sind, dass man die man auch im dynamischen Zustand mal nachbilden kann. Also das heißt, nicht nur vielleicht mit ganzen Produktfamilien abbilden, dann vielleicht Durchschnittswerte bilden und dann einfach so Art Austaktung grob hinzubekommen, insbesondere auch, wenn man viele Varianten hat und die Varianten auch entsprechend unterschiedlich sind. Und auch mit Upstream, Downstream Einflüssen, das kann man halt mit Simulation relativ gut abbilden. Und da gibt es hier eben das Konzept, dass man diese Bausteine, die man oben als Symbole hat, dass man die dann auch entsprechend digital abbilden kann in einer Abbildung, einer Systemabbildung, in einem Simulator, um das auch entsprechend unterstützen zu können. Und da siedelt sich auch erstmal die App an. Also das heißt, da ist auch da vor vielen Jahren der Forschungsursprung gewesen und da sind wir effektiv dran, dass man Wertstromanalyse betreibt, das Ganze simulieren kann, entsprechend Anpassungen machen kann und dann die Ergebnisse auch vergleichen kann. Genau. Und der Grundschritt, das ist sicherlich auch oft die Digitalisierung. Also das heißt, dass man weg will vielleicht von manuellen Zeichnungen, um eben eine digitale Abbildung zu bekommen, die man dann auch wiederverwenden kann. Also das heißt, man hat einzelne Symbole, die vorher manuell gezeichnet oder eingesetzt worden sind und jetzt sind die eben einzelne Toolbox-Elemente, die man hier an der linken Seite sieht. Das ist ähnlich, ja. Zu Standardzeichentools gibt es ja auch diverse Funktionalitäten, die man da auswählen kann. Man hat links eine Toolbox und dann kann man entsprechend Elemente per Drag and Drop einziehen, sei es jetzt einzelne Prozessobjekte, sei es jetzt ein Lagerobjekt, ein FIFO-Objekt, Steuerungsobjekte und natürlich auch Kanten dazwischen, um eben dann diesen Digitalisierungsschritt zu gehen, um auch entsprechend Vorteile zu generieren. Also das heißt, ich muss das dann vielleicht nicht mehr abfotografieren, um es zu digitalisieren, sondern ich habe dann auch Erweiterungsfunktionen, um das Ganze noch digital besser nutzbar zu machen. Es ist austauschbar, es werden sofort statische Kennzahlen berechnet und der endgültige Vorteil ist dann im Prinzip auch, dass man das übertragen kann zur Simulation. Also das heißt, Digitalisierung hat an diversen Stellen Vorteile, aber auch entsprechend mit der Simulation in Kombination. Genau.
Und was wir auch besonders berücksichtigt haben, ist eine gewisse Flexibilität. Also das heißt, die Toolbox, die Sie an der linken Seite sehen, die können wir auch unternehmensspezifisch anpassen. Das ist jetzt eine Sammlung von Objekten. Die haben ein entsprechendes Icon. Das kann ein oder mehrere Icons sein. Und das Ganze hat dann auch pro Objekt eine entsprechende Parameterliste. Sei es jetzt für einen Prozess, man hat vielleicht Rüstzeiten, Verfügbarkeiten für Störungen, man hat vielleicht Kapazitätsangaben und was bei uns auch entsprechend integriert ist, ist explizit die Produktdefinitionen, dass Sie quasi pro Einzelstation auch einzelne Produkte zuweisen können, auch zwischen den Stationen Produktübergänge definieren können, dass im Prinzip das alles eben auch simulationsgetrieben ein bisschen genauer aufbereitet wird und ein bisschen genauer dargestellt wird im Vergleich zu normalen Wertströmen. Genau. Gut, ich prüfe mal noch kurz. Okay, passt. Gut. Genau, das sehen Sie hier links mal einen Auszug von der Toolbox und hier rechts entsprechend einen Auszug von einer Parameterliste. Und das Ganze im Vorteil von der Digitalisierung, was jetzt hier mal eine Beispieloberfläche ist für eine Modellierungsoberfläche, die ja dann auch auf mehreren Plattformen dargestellt werden kann, wo wir noch dazu kommen. Aber dann gibt es eben auch noch Erweiterungsfunktionen. Also das heißt, das eine ist das Customization, was ich schon angesprochen habe. Man kann dann verschiedene Icons hinterlegen. Das weitere wäre, man kann noch zusätzliche Informationen hinterlegen, die projektspezifisch oder vielleicht auch für mehrere Projekte dann verwendet werden können. Das heißt, man kann zum Beispiel Schichtmodelle hinterlegen, man kann Produktlisten hinterlegen, aber man hat zum Beispiel auch Funktionen, dass man sagt, ich habe für einen Zeitparameter, habe ich schon immer eine eingebaute Stoppuhr. Das heißt, ich kann zum Beispiel Messreihen durchführen, dass ich sage, für eine Rüstzeit kann ich hier ja eine Art Stoppzeit entsprechend hinterlegen, das auch mit mehreren Stoppzeiten dann vielleicht einen Durchschnitt übernehmen. Oder ich kann auch eine Dokumentation entsprechend übernehmen, dass ich sage, ich mache da mal ein Foto von einer Station oder von einem aktuellen Lagerbestand, fügt es so einem aggregierten oder so einen vereinfachten Symbolik hinzu, dass das intern hinterlegt ist und kann dann entsprechend auch diese Wertströme statisch anreichern. Das heißt, einfach nur zusätzliche Informationen hinzufügen, sei es auch durch Links oder einfach nur erweiterte Funktionen, die vielleicht jetzt so manuell nicht unbedingt möglich wären und integriert eben in der Digitalisierung ist. Was auch oft noch ein Thema ist, ist das Argument, dass vielleicht durch die Digitalisierung ja das Gemeinschaftliche oder der Workshop-Charakter an einer Tafel verloren geht. Das ist eben auch hier der Vorteil, dass das Ganze touch-optimiert ist. Also das heißt, die sämtliche Oberfläche ist touch-optimiert. Das heißt, es ist nicht nur eine normale Windows-Oberfläche, sondern kann auch eine Tablet-Oberfläche sein. Wie wir gleich noch sehen werden, haben wir das auf verschiedenen Plattformen. Aber der Vorteil ist auch, dass man das zum Beispiel auf einem Beamer, der touchfähig ist, auch gemeinsam bearbeiten kann. Also das heißt, man wirft dann anstatt von einem Whiteboard, hat man hier einen Beamer zum Beispiel. Und dann kann man auch gemeinsam entsprechend über Wertströme diskutieren und kann sich die dann zusammenziehen, eben durch diese Touch-Optimierung, durch die Touch-Fähigkeit, die sich durch die ganze App durchzieht. Genau. Gut, vielleicht bevor wir noch in die Live-Demo einsteigen, kann man noch kurz was zur Hardware oder zur generellen Architektur sagen. Es gibt mehrere Ausbaustufen von SimVSM, die wir anbieten. Es gibt Einstiegsmodelle, die wir nur im App Store anbieten. Das sind kostenlose oder auch mit In-App-Käufen verfügbare App-Versionen, zum Beispiel auf iOS oder auch auf Windows. Auch auf Android, auch wenn das im Unternehmensbereich nicht unbedingt so ausgeprägt ist. Und auf diesen Plattformen kann man sich dann im Prinzip die App installieren und kann das Ganze noch entsprechend digitalisieren, kann damit arbeiten und das wären dann mal so einfache Standalone-Varianten. Und zusätzlich gibt es dann auch noch die SimVSM Pro-Variante, die wir dann mit Backend-Unterstützung anbieten. Das heißt, wir können zusätzlich zu einem lokalen Programm, sage ich jetzt mal, also das heißt, lokale Anwendung, die lokal modelliert, können wir da auch noch eine Server-Einheit im Hintergrund
anbieten. Das heißt, bei Ihnen in der Firma oder bei uns zunächst testweise oder vielleicht auch später gehostet, läuft da ein Server, der eine zentrale Einheit ist. Und diese zentrale Einheit unterstützt mehrere Funktionen. Das geht über Nutzerdatenbank, also das heißt, dass man sich auch authentifizieren kann. Es geht über eine Projektdatenbank, dass man modellierte Projekte entsprechend hoch- und runterladen kann. Und es geht bis hin zur Simulationssteuerung. Also das bedeutet, der letzte Schritt, der dann im Prinzip noch bei der SimVSM-Ausbaustufe noch unterstützt wird, ist eine automatische und integrierte Übertragung von Frontend-Modellierungen inklusive Parameter in ein generisch aufgebautes Simulationsmodell. Das heißt, Sie modellieren in Ihrer bekannten Lean Manufacturing Toolbox, Icon Toolbox, sei es jetzt unsere oder Ihre eigene, modellieren Sie Ihre Wertströme, nehmen die Parameter auf und haben dann die Möglichkeit, mit einem integrierten Klick entsprechend das Ganze zu codieren als XML-Datei. Das ist eine Dateistrukturierung im Prinzip, die dann übertragen wird auf Webservices, und das Backend generiert dann automatisch aus diesem Datensatz ein Simulationsmodell. Das ist jetzt hier im Backend ist es diese Simulation Core Unit, die die mit Plan Simulation von Siemens läuft. Und das ist im Prinzip ein Materialflusssimulator, in dem man per Code dynamische Repräsentanten von meiner Modellierung im Frontend aufbauen kann. Das heißt, der Frontend-Nutzer hat eine reduzierte, vereinfachte Oberfläche und muss zum Beispiel nicht mit einem Simulator im Backend arbeiten, sondern kann da integriert im Prinzip die Simulationen starten. Die werden dann vom Backend automatisch durchgeführt, werden die Ergebnissimulationen oder Ergebnisse da entsprechend gesammelt, werden zurückgeschickt und werden dann auch integriert im Frontend angezeigt. Also sei es jetzt Auslastungsstatistiken, Bottleneck-Analysen oder auch Durchsatzstatistiken oder auch Bestandsverläufe. Das heißt, wie hat sich dann über die Zeit mein Bestand verhalten oder wie waren da Zugänge, Abgänge, Mittelwerte, um eben auch vielleicht dynamische Einflüsse herausfiltern zu können. Das heißt, waren Störungen im Durchschnitt länger oder waren sie kürzer? Was haben direkte Verlinkungen für Einflüsse aufeinander? Also das heißt, musste eine Station auf eine andere warten, weil ich Upstream- und Downstream-Effekte hatte? Oder hatte ich vielleicht einen Teilemangel, der vielleicht so nur in dynamischen, über die Zeit zufälligen Verhalten sich herauskristallisiert, im Vergleich eher zu rein statischen Austaktungen, wo man vielleicht mit Durchschnittswerten vielleicht eine gewisse Spezialkonstellation außer Acht lässt. Genau, und das wäre dann im Prinzip die Vollausbaustufe, die wir anbieten. Also das heißt, man könnte App Store, kann ich später auch noch zeigen, eine reine App-basierte Lösung sich runterladen und ausprobieren. Es gibt dann auch eine leicht abgespeckte Variante, die mal mit aus Enterprise-Sicht das unterstützt, dass man einen Server hat, auf dem man sich anmelden kann. Man kann da Projekte hochladen und kann einfach mit den Kollegen interaktiv und integriert austauschen. Also das heißt, man muss nicht unbedingt Dateien oder Projektdateien exportieren und wieder manuell importieren, sondern das würde alles integriert funktionieren, und die Endbaustufe wäre dann im Prinzip mit Simulation. Also das heißt, dass ich auch aktiv diese Wertströme in Simulationsmodell übersetze und das dann entsprechend wieder zurückgesendet wird. Genau. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir über zur Live-Demo. Dann kann ich Ihnen die Oberfläche kurz zeigen. Ich kann Ihnen ein paar Trigger zeigen, wie die Simulation sich verhält oder was vielleicht auch im Backend funktioniert, und vielleicht noch ein paar Ausblicke dann geben. Genau. Gut. Ich wechsle mal kurz auf die Startfläche. Also im Grunde, wenn man hier einsteigt in die Oberfläche, dann ist es zu Beginn, zumindest bei der Enterprise oder bei der SimVSM Pro Variante, immer damit verbunden, dass man hier eine Verbindung mit dem Server hat. Das passt zu dem Architekturbild, das ich Ihnen gerade gezeigt habe. Man kann im Prinzip hier einen Server angeben. Das kann dann einer bei Ihnen sein oder einer bei uns. Man hat einen Benutzernamen und dann im Prinzip noch ein Passwort und eine entsprechende Lizenzangabe. Also das heißt, wir haben auch eine Staffelung. Das könnte man staffeln als Viewer-Lizenz, als Modellierungslizenz und auch als Simulationslizenz, wenn das dann gewünscht wäre. Dann meldet man sich an
und hat dann im Prinzip nutzerspezifisch seine eigene Projektliste. Das heißt, der Startbildschirm wäre eine Übersicht hier für Projekte oder auch dann eben globale App-Einstellungen. Aber grundsätzlich würde man hier zum Arbeiten beginnen. Das heißt, zum einen hat man hier lokale Projekte. Das sind im Prinzip Sammlungen von Modellierungsalternativen, die man ja, über einen Klammerbegriff zusammenfasst. Also das heißt, ist jetzt vielleicht eine Halle, vielleicht eine Fabrik oder vielleicht ein spezielles Projekt, das man untersuchen will. Und hat dann entsprechend Eigenschaften dazu, Beschreibungen dazu, die man auch noch aufbohren könnte und kann dann entsprechend hier reinwechseln. Also ich kann mal in so einem Beispiel Wertstrom reingehen, der dann hier so eine Modellierung hat. Dann ist es im Prinzip einfach so, dass man hier links eine Toolbox hat, die man entsprechend scrollen kann. Und diese Toolbox kann man entsprechend auch wieder, oder ein Objekt davon kann man hier auch wieder in das Element einsetzen, dass man eben sagt, okay, hier habe ich jetzt ein zusätzliches Objekt dazu gepackt. Genau, und vielleicht noch als Erklärung, was ich mit Alternativen meine. Also das ist dann auch möglich pro Objekt, wenn man hier entsprechend oder pro Projekt, das man hier erzeugt, kann man hier auch unterschiedliche Alternativen erzeugen. Also das heißt, man kann im Prinzip eine aktuelle Modellierung nehmen, ein Duplikat davon erzeugen und dann entsprechend auch mehr Alternativen in einem Projekt haben und unterschiedliche Parameter aufzuweisen. Genau. Gut. Vielleicht noch als Erklärung vorab, auch in Anlehnung an die Architektur, sind Serverprojekte. Ich hatte ja gesagt, man kann hier einfach mit einem Knopf oder mit einem Klick kann man aktuell modellierte Projekte einfach hochladen in den integrierten Projektserver. Die würden dann hier erscheinen, die man dann entsprechend auch freigeben kann. Also das heißt, ich habe dann hier unterschiedliche aufgelistete Projekte, die nach Sichtbarkeit sortiert sind. Das bedeutet, das Ganze ist auf ein Ownership-Prinzip programmiert. Das heißt, ein Anwender, ein Frontend-Anwender ist der Owner oder verantwortlich dafür, für ein Wertstromprojekt, das man hier zusammenfasst. Und der kann auch als einziger im Prinzip diese Serverprojekte überschreiben, wenn er es mal hochgeladen hat. Er kann zwar im Prinzip die Sichtbarkeit einstellen, dass ich sage, ich gebe dieses hochgeladene Projekt zum Beispiel für unterschiedliche Nutzer frei. Also das heißt, entweder für alle oder für nur ein paar, die es vielleicht brauchen im Moment. Dann kann man die Sichtbarkeit steuern, aber das wäre im Prinzip ein integrierter Darstellung von lokalen und Serverprojekten. Genau. Gut. Kann man natürlich auch filtern, exportieren umbenennen, anpassen. Ganz normale Attributanpassungen. Genau. Dann können wir mal einsteigen, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt einfach mal ein Demo-Projekt. Haben da einfach einen Test. Genau. Und wir würden dann eine leere Modellierungsfläche bekommen, wenn wir so ein Projekt anlegen. Das heißt, wir können mal anfangen, dass wir sagen, wir setzen ein Objekt ein, das ist mal eine PPS mit ein paar Parametern oder wir haben hier mal einen Zulieferer, den wir einsetzen und wir haben hier vielleicht mal einen Kunden, den wir einsetzen. Genau. Sieht man ganz einfach, per Drag and Drop sollte ja auch ähnlich zu anderen Zeichenprogrammen sein. Was dann noch dazu kommt, ist, man kann hier auch ganz einfach Kanten ziehen, die auch entsprechend der logische schon vorausgewählt sind. Also das heißt, das von einem Kunden zu einem PPS wäre jetzt zum Beispiel ein Informationsfluss. Man kann das Ganze auch noch entsprechend anpassen mit Ausrichtung, mit Layout, dass man zum Beispiel sagt, okay, das ist jetzt vielleicht irgendeine digitale Übertragung. Und auch entsprechend mit Beschreibungen versehen, dass man sagt, ich habe jetzt da eine Beschreibung, die oder eine Notiz, die angezeigt wird und auch noch eine interne Notiz und die kann auch entsprechend dann auch weiterverwendet werden, die Kante, also das heißt Port umsetzen, also normale Zeichenfunktionen. Genau, genauso kann man aber auch Materialflussprozesse entsprechend definieren, also das heißt nicht nur Informationsfluss, sondern zum Beispiel hier einen Zulieferer in ein Lager, in einen Prozess einfach und dann auch in einen Kunden rein.
und kann dann auch entsprechend hier Materialflusskanten auswählen. Also Sie sehen schon, das ist auch explizit unterschieden in unterschiedliche Kantentypen, weil es auch für die Simulation einen großen Einfluss hat. Das bedeutet, wir haben hier einen Materialfluss von Zulieferer zum Kunden und entsprechend hier einen Informationsfluss, der zum Beispiel auch diesen Prozess hier steuert. Genau. Wenn dann Objekte entsprechend eingesetzt sind, dann können die auch bearbeitet werden. Also das heißt, ich kann hier Parameter von diesem Prozess einfach bearbeiten. Ich kann den Namen ändern, ich kann entsprechende Rüstzeiten ändern oder ich kann auch Produkte zuordnen zum Beispiel. Also dass zum Beispiel hier ein Produkt 1 drüber läuft. Genau. Da ist man Produkt 1, dann ist das hier ein Produkt und das Ganze wird hier entsprechend zum Beispiel auch noch angefragt. Genau. Gut, was dann noch möglich ist, ist eben auch, was wir gesagt hatten, Parameter Zeiten zu hinterlegen. Das heißt, wir können hier zum Beispiel für einzelne Rüstzeiten können wir hier Messungen anlegen, können wir die entsprechend speichern, ablegen und dann auch einen Durchschnitt übernehmen. Dann sieht man hier, man hat hier integrierte Zeiten, die von einer Stoppuhr zum Beispiel aufgenommen wurden. Genau. Gut, vielleicht noch als kurzer Exkurs, den wir vorher schon hatten, das war das Hinterlegen von Bildern, um eben auch das Optische ein bisschen anzureichern. Das wäre mal ein erweitertes Menü, im Prinzip, dass man hier ein Bild hinzufügen kann, kann man jetzt aus einer Galerie auswählen. Und da habe ich jetzt mal so ja, Stockbilder, die dann im Prinzip integriert zu so einem Objekt ausgewählt und auch gescrollt werden können. Also das heißt, man kann Bilder, entweder gespeicherte Bilder hinterlegen und dann auch integriert dann entsprechend anzeigen lassen, ohne jetzt die Übersichtlichkeit zu verlieren, dass man jetzt ganze Bilder drauf zeichnet oder ganze Bilder entsprechend integriert. Genau. Gut, was ich ja auch noch kurz zeigen kann, was ja vorher angemerkt war, das ist vielleicht customizable, dass man gewisse Icons anpassen kann. Also das heißt, wir können hinter jedes Icon, das man einsetzt, können wir auch ein anderes Icon entsprechend vordefinieren. Das Ganze kann auch gescrollt werden, also das heißt, oder gezoomt werden im Ding, im Wertstrom, dass man sagt, das wäre jetzt ein sehr großer Wertstrom, den wir jetzt übersichtlicher darstellen müssen, dann kann man das entsprechend auch so integrieren. Genau, und vielleicht noch abschließend dann noch der Textlink. Das ist auch einfach, Textbausteine kann man entsprechend einfügen und das wäre dann simpler Seite und da kann man hier zum Beispiel Internetseite hinterlegen und dann wäre das automatisch zu einer Internetseite geworden. Also das heißt, das ist klickbar und auch später, wenn man es ausdruckt, kann man das entsprechend verwenden. Genau. Gut, vielleicht noch kurz zu der Druckfunktion, das war auch ein großer Punkt immer ist bei Kunden. Wir haben einen integrierten PDF-Drucker noch entwickelt, der nicht nur normal ausdrucken kann, sondern auch mit dynamischen Breite skaliert, zum Beispiel auf DIN A1, DIN A2 oder DIN A0 sogar. Wenn Sie dann einen dynamischen oder einen variablen Längsplotter haben und das an die Wand ausgedruckt hängen wollen, wäre das auch möglich, dass wir das dann im Prinzip dynamisch skalieren. Und dann einfach können Sie Ihr Blatt abschneiden, wenn es dann fertig ausgedruckt ist. Also das heißt, dass das auf eine gewisse Größe in der Höhe skaliert wird und dann nach links und rechts dynamisch in Vektorgrafik ausgedruckt wird, also in Vektorqualität. Also das heißt, auch kommt ein PDF raus, das dann auch entsprechend zoombar ist. Genau. Gut, dann würde ich mal kurz umswitchen zu einem vorbereiteten Projekt, wo ich ein paar Parameter und ein paar Eigenschaften zeigen kann, das auch ähnlich einfach aufgebaut ist. Also das heißt, man hat hier einen normalen Wertstrom vom Supplier bis zum Customer, der entsprechend hier korrekte Produktdefinitionen hat. Also das heißt, da ist hier auch jeweils kein Ausrufezeichen hinterlegt, um eben Vor- oder Nachfolger richtig zu definieren. Und da ist jetzt hier eine ganz alte Maschine, die halt 25%
nicht, also Störung hat, also verringerte Verfügbarkeit aufweist und dann eben hier mit der Direktverlinkung einfach eine, ja, ein Bottleneck darstellt, obwohl es eben auch vielleicht ausreichen würde von der Taktzeit. Also das heißt, ich habe, bevor wir auch in die Simulation reingehen, haben wir auch hier schon statische Berechnungen. Das heißt, wir haben einen groben Kundentakt berechnet, basierend auf Anfragedaten oder Auftragsdaten, in welchen Zyklen die einzelnen Produkte bestellt werden, und haben das auch entsprechend dann runtergerechnet auf die statischen Kennzahlen von der Produktion. Also das heißt, man hätte hier einen prozessspezifischen Kundentakt von einer Minute, hat eine Zykluszeit selber von 58 Sekunden, das passt noch einigermaßen, das passt auch entsprechend, aber hat eben Störungsanteil, weil wir hier nur eine Verfügbarkeit von 75% haben, und mit der direkten Verlinkung wird es dann im Prinzip zu einem Bottleneck führen. Also das heißt, das würde generell funktionieren, vielleicht von der Austaktung oder vielleicht vom Berechnen, aber das Problem ist eben, mit der direkten Verlinkung kann es eben sein, dass wenn der hier fertig ist, abgeben will und entsprechend noch weiter Abgabe geben will, ist hier eben eine Störung aktuell, die länger oder kürzer sein kann und dann eben dynamische Effekte auf das System auftreten, um eben nicht nur die statische Ausrechnung zu analysieren, sondern auch das dynamische Systemverhalten. Und dann kann ich Ihnen mal kurz zeigen, wenn das dann durchsimuliert wird, kommt da im Hintergrund eine Simulation hoch, die jetzt durchläuft. Da wird im Frontend auch das entsprechend durchgespiegelt. Also das heißt, das ist das, was der Nutzer im Moment sehen würde, dass das im Hintergrund simuliert, durchläuft und jetzt auch dann gleich fertig ist. Und dann sieht man hier im Grunde, man hat hier Ergebnisse für die Alternative verfügbar, und das kann man dann hier den Ansichtsmodus wechseln, da man ja dann ein paar mehr Statistiken hat und Diagramme hat, um die dann gesammelt anzeigen zu können. Und dann kann man hier links auf der Seite wechseln zur Auswertung, und dann sieht man hier basierend auf den modellierten Einheiten eine Überblicksauflistung von Simulationsstatistiken. Der erste große Statistik ist zum Beispiel der explizite Zustand, den ein Prozess hat. Also wenn Sie Simulationen schon mal Kontakt hatten, dann werden das leicht aufgebohrte Standardstatistiken sein. Also das heißt, es zeigt zum Beispiel an, wie viel Prozent der Zeit hat er gearbeitet, wie viel Prozent hat er gerüstet. Ist jetzt hier nicht der Fall, weil wir nur ein Produkt haben und kein Rüstaufwand. Wir haben aber einen Störaufwand und auch einen entsprechenden Blockieraufwand. Also das heißt, das ist zum Beispiel ein Anteil dabei, wie die Station Produktion blockiert war. Also das heißt, die konnte nicht mehr produzieren, weil sie keine Teile mehr zum Nachfolger abgeben konnte durch die direkte Verlinkung, und das entsprechend dann nicht mehr weiter erreichen konnte, weil der hintere Anteil entsprechend gestört war. Und dadurch kommt es eben dann zu einem Sammeleffekt, der insgesamt den Durchsatz reduziert. Ist jetzt ein sehr, sehr simples Beispiel, aber ich wollte nur mal kurz den dynamischen Einflusseffekt Upstream und Downstream, der auch durch die Simulation entsteht oder durch die Simulation auch berechnet oder beobachtet werden kann in Statistiken, kann man es dann so besser darstellen. Genau, und neben Prozessauslastungen haben wir dann auch noch eine Engpass-Analyse-Statistik. Es gibt dann auch Prozessdurchsatzstatistiken, zum Beispiel auf Stunden oder auch auf Tage kumuliert, dass man im Prinzip so eine Überblicksanalyse über dynamische Verhalten sehen kann. Und das Ganze ist jetzt mal eine Alternative gewesen. Was aber jetzt auch noch möglich ist, ist, dass man da jetzt Änderungen vornimmt und das in einem Projekt entsprechend kapselt. Also das heißt, ich kann hier das einfach mal duplizieren, habe dann ein Duplikat und kann das Duplikat im Prinzip in Parametern bearbeiten oder vielleicht auch leichte Strukturänderungen vornehmen. Ist jetzt hier schon gemacht worden. Da ist jetzt hier zum Beispiel, weil es einfach so eine alte Maschine ist und die versuchen jetzt da einfach
einen Workaround zu finden, um das insgesamt besser auszulasten, auch wenn es hier zusätzliche Bestände bedeutet. Aber man kann dann hier zum Beispiel damit spielen, anstatt von einer Direktverlinkung haben wir jetzt hier ein Lager und das danach ist auch wieder angesteuert, um eben einfach da diese Engpässe überbrücken zu können. Und was bedeutet das dann für das Lager dazwischen? Dann kann man das entsprechend auch simulieren und auch noch eine dritte Variante simulieren. Und die Ergebnisse, die dann zurückkommen, kann man dann entsprechend vergleichen. Und wenn ich das dann mal simuliere, dann kann ich Ihnen das auch nochmal zeigen, wie das im Backend ausschaut. Also es bedeutet, ich klicke jetzt hier nochmal auf das Simulieren und dann kommt bei mir im Hintergrund, kommt dann ein Simulationsmodell hoch, Plan Simulation. Da kann ich hier mal die Animation anschalten. Das läuft dann hier entsprechend durch, hat dann auch einen Bestandsverlauf, wenn man sich die Statistiken anschaut. Ist jetzt nicht spektakulär, ist auch als Wertstromanalyse-Simulationsmodell so angelegt. Aber man müsste im Prinzip jetzt nicht mit diesem Simulator im Backend arbeiten, sondern hat alles hier integriert im Frontend. Das heißt, ich kann im Frontend hier entsprechend modellieren, kann hier Alternativen erstellen und kann das auch entsprechend durchsimulieren. Und wenn ich jetzt da drei Alternativen die Ergebnisse auch bekommen habe, dann kann ich hier in die Auswertung wechseln und kann mir dann auch zum Beispiel Vergleiche anschauen. Das heißt, wie haben sich die entsprechend die Zustände von den Prozessen verändert über die Simulationsläufe oder über die Alternativen, indem hier zum Beispiel auf X-Achse die einzelnen alternativen Nummern oder die Nummerierung entsprechend angetragen ist, um eben so auf einzelne Stationen ja, die unterschiedlichen dynamischen Zustände über die Zeit dann entsprechend anzuzeigen. Auch mit einer Engpassanalyse, da sieht man dann beim letzten hat sich dann der Engpass oder das Bottleneck entsprechend auf die erste Station verschoben oder eben auch mit Prozessdurchsatzstatistik, dass man sagt, okay, wie waren jetzt da gewisse Durchsätze, die man jetzt da erreicht hatte, sodass man quasi sagt, über 3 Tage haben wir die entsprechenden Durchsätze für ein Produkt und dann eben aufgesplittet auf die Alternativen. Also das heißt, dann sieht man eben mit gewissen Strukturänderungen und Parameteroptimierungen konnte man da höhere Durchsätze erzielen und auch vielleicht Downtimes entsprechend zu reduzieren, indem man vielleicht die Direktverlinkung hier erstmal aufhebt und dann mit Auslastung und Zykluszeiten spielt. Also das heißt, oder mit Störungen und Zykluszeiten besser gesagt, kann ich zum Beispiel weniger Störungen in Kraft nehmen, wenn ich zum Beispiel die Zykluszeit ein bisschen erhöhe. Und solche Gedankenspiele kann man hier mal durchgehen und dann auch sehen, was das zum Beispiel nur auf der dritten Alternative Auswirkungen auf ein gewisses Lager hat. Also das heißt, ungefähr grob ausgelastet, aber man sieht halt, man hat ein gewisses Maximum, Minimum pro Intervall und vielleicht auch einen gewichteten Mittelwert, um zu sehen, wie verhält sich das, wo hat man vielleicht auch Auswirkungen von Störungen, wie könnte man vielleicht einen Puffer dimensionieren, um das dann im Durchschnitt gut auszugleichen. Genau. Gut, das war mal so ein Schnellüberblick über Simulationsergebnisse. Also das heißt, man hat eine Digitalisierung von Wertstrom und Informationsfluss. Man kann hier Parameterwerte füllen, die man entsprechend auch anpassen kann. Hat dann hier auch statische Kennzahlen, also das heißt nicht nur Kennzahlen hier, sondern auch die obligatorische Fieberkurve, für die wir auch noch ein paar Modi haben. Zum Beispiel für mehrere Levels und eben auch dann die Endbauausstufe inklusive Backend, dass dann zum Beispiel hier Simulation integrierbar ist und dann die Ergebnisse auch zurückgespielt werden können. Genau. Zum Abschluss vielleicht noch ein paar Minuten der Ausblick noch vielleicht auf aktuelle Forschungsthemen, die auch immer wieder in Forschungspapern auftreten und wo auch Unternehmen unterschiedliche Ansätze haben. Das ist noch Wertstrom 4.0. Das ist im Prinzip noch ein Erweiterungsmodus, den wir integriert haben, zusätzlich zur normalen Modellierung von Wertstrom. Das heißt, Sie haben hier Ihre, sage ich mal, Standard-Symboliken, die sowohl Materialfluss als auch Informationsfluss umfassen. Aber der Informationsfluss ist oft dann nicht so ausreichend
so ausreichend dokumentiert, dass man das vielleicht sagt, okay, ich würde für gewisse Konstellationen auch gerne das noch ein bisschen aufbohren. Und da ist Wertstrom 4.0 entstanden. Das ist eine Anordnung, eine horizontale Anordnung von allen Prozessen und auch Supermärkten. Und was man dann da machen kann, ist einzelne informationsflussbezogene Attribute, die auch bearbeitbar sind, also das heißt, die kann man auch entsprechend noch einstellen, zu verlinken per Swimline-Methodik auf Speichermedium und Nutzung. Das bedeutet, ich kann zum Beispiel eine Richtung angeben, wie ein Auftrag reinkommt. Also das heißt, ich hätte jetzt hier ein Papier, da bekomme ich meinen Auftrag rein und ich habe jetzt hier ein ERP-System und da bekomme ich meinen Auftrag rein. Das wäre jetzt der klassische Strukturbruch, den man so nicht haben sollte, aber der hier jetzt gut visualisiert werden könnte. Oder man könnte sagen, wir haben hier Stillstandszeiten und die werden vielleicht hier verwendet, aber vielleicht hier sogar gar nicht verwendet oder vielleicht falsch verwendet oder ist das Potenzial, das wir noch nutzen können? Haben wir da vielleicht noch Parameter, die wir für gewisse Prognoseverfahren verwenden können oder haben wir da vielleicht ein paar Papierleichen rumliegen, die vielleicht auch digitalisiert werden können? Also das heißt, haben wir da ein konsistentes digitales Verarbeitungskonzept und es geht so weit, dass man zum Beispiel auch sagen kann, für neue Konzepte wie zum Beispiel Energiewerte können wir das vielleicht durchgehend mal hier aufnehmen und wo werden da im Fluss Strukturbrüche erkannt, wo kann man hier Informationsflüsse besser darstellen. Das ist auch ein spannendes Thema, das viele Unternehmen interessant finden und da auch mehr einsteigen wollen, weil das eben auch auf der digitalen oder auf der Informationsflussseite noch ein mächtigeres Visualisierungskonzept darstellt. Also das heißt, man kann nicht nur Wertströme einfach definieren, sondern auch dann diese Informationsflusskonzepte sauber darstellen. Genau, gut. Dann sind wir über diese Themen entsprechend alle drüber gegangen. Das waren die ausgewählten dynamischen Funktionen. Und dann können wir es vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, bevor wir dann zur Fragerunde kommen. Vorgestellt habe ich Ihnen im Prinzip unsere Lösung für die Digitalisierung von Wertströmen. Also das heißt, Sie haben einen Dokumentationsbedarf oder vielleicht auch einen erweiterten Dokumentations- und Simulationsbedarf für die Auslastung oder für die Ausbalancierung Ihrer Wertströme. Können Sie hier einfach digitalisieren und auch zusammenarbeiten entsprechend mit Kollegen. Wir können auf unternehmensspezifische Anforderungen eingehen. Wir können die Toolbox oder auch die daraus entstehende Modellierung können wir entsprechend für Sie anpassen. Vor allem, wenn Sie globale Unternehmen haben oder vielleicht mehrere Abteilungen haben, die auf ein ähnliches Schaubild oder vielleicht auf ähnliche Symboliken, Modellierungssystematiken hinarbeiten sollen, da hilft eine Digitalisierungssoftware immer sehr. Integriert in der Backend-Verwaltung ist dann auch eine Nutzerverwaltung und auch eine Funktion für das Teilen und Hochladen, Runterladen von Wertströmen bzw. Wertstromprojekten. Wir können die Wertströme einfach sammeln, wir können die entsprechend auch erweitern, dass das auch ein lebendes Dokument wird, dass man zum Beispiel PDF-Verlinkungen hat, Internetverlinkungen für Maschinenspezifikationen für ein Intranet oder für auf eine Serverseite etwas ablegen. Man kann zusätzliche Bilder ablegen, um eben das Ganze einfach noch anschaulicher zu machen im Vergleich zu herkömmlichen manuellen Verfahren. Genau, und unser Know-how kommt auch besonders dann rein, wenn wir dann sagen, wir haben integrierte Verlinkung. Also das heißt, wir können aus dieser Frontend-Definition können wir ein generisches Simulationsmodell aufbauen und dann das Ganze mit einem etablierten Materialflusssimulator verbinden und die Ergebnisse entsprechend analysieren. Und zum Abschluss hatte ich Ihnen noch kurz den Ausblick auf die neuen Strömungsrichtungen der Forschung oder von veröffentlichten Forschungspapern gezeigt, diese Wertstrom 4.0-Methodik, um eben auch Informationsflüsse noch genauer aufzubereiten. Genau, zum Abschluss dann noch kurz einen Überblick zu den Varianten oder zu den Versionen. Es gibt die kostenfreien App-Store-Varianten, die auch zum Teil Buy-In-Optionen haben für
gewisse Limitrestriktionen, aber es gibt dann die Ausbaustufe auch SimVSM Pro, die dann eben mit Simulation angeboten wird und für das wir Ihnen auch ein Testsystem zur Verfügung stellen könnten. Also das heißt, da würde der Server bei uns laufen und da können Sie gerne eine Anfrage an uns schicken, dass wir da Ihnen ein System einstellen, können wir gerne mal für Sie dann einrichten. Genau, Sie bekommen die Unterlagen auch noch zugeschickt, können wir gerne so im Nachgang verteilen. Und wenn Sie dann noch Fragen haben, können wir die gerne noch besprechen.